Hallöchen, Freunde der Sonne, und willkommen zurück zu Factorio. Wieder mal habe ich das Ganze ein bisschen laufen lassen. Wir sind jetzt mittlerweile bei stolzen, was, 399? Eigentlich müssen es 400 Logistikroboter sein. Vielleicht ist ja einer sterben gegangen, ich weiß es nicht. So, und Robotergeschwindigkeit 2 ist gerade fertig geforscht, das ist sehr nice. Hier brauchen wir für die nächsten überall schon die Alien-Pots, von daher mache ich das derzeit noch nicht, sondern wir müssen irgendwann mal noch Aliens weiter farmen. Die Frage ist, was wir denn jetzt als nächstes machen? Die Teile hier, gut, da können 4 Module rein. Mal schauen. Umspannnetzwerk. Ah, ist schon nicht schlecht, ne? So ein Teil dahin zu setzen, was schön 14x14 Areal versorgt. Ja, komm, wir machen einfach das da. So, okay. Folgendes. Erstmal, ich wechsle jetzt von diesen klitzekleinen Poles zumindest hier immer auf diese mittelgroßen Strommassen, weil diese kleinen hier, die stören mich mittlerweile sogar ganz schön, muss ich zugeben. Da will ich eigentlich lieber hier, ne, überall, irgendwie alle 5 Blöcke hat man hier einen so ein Teil stehen. Will ich eigentlich zumindest ganz gerne das irgendwie hier so connecten. So scheint es ja schon mal zu gehen. Ist da unten irgendwie drüber verbunden, okay. Schon viel besser. Ne, und hier habe ich sogar die großen verwendet über die größeren Distanzen, denn ihr seht es hier schon. Ich weiß gar nicht, wie weit ich letztes Mal war. Ich glaube, ich hatte so die Maueransätze dahin gebaut. Auf jeden Fall ist jetzt die volle Mauer mit ordentlich Türmen da dran. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass es so an Verteidigung da erstmal reicht. Hier sehen wir schon, Mauer wurde beschädigt. Und ich nehme das jetzt demnächst einfach mal immer als Indikator dafür, dass an der Stelle wohl noch ein paar mehr Türme hin sollten. Aber immer wieder heile. So. Ach, da hinten noch. Zack. Oh, wir haben so viel zu tun schon wieder hier. Okay, dann mache ich mal hier einfach noch ein paar mehr hin. Dann sollte das eigentlich schon irgendwie gehen. Die da können ja auch ein bisschen mithelfen. Okay, gut. So, mehrere Dinge. Warte mal, was ist das denn eigentlich? Das ist ein toter Baum, der da rumgammelt. Den baue ich mal gerade ab. Okay. Also, hier will ich natürlich auch erstmal alle Sachen wieder irgendwie weghaben, die hier so rumlungern. Dazu zähle ich zum Beispiel mal diese Steine, die hier einfach so überall irgendwie rumstehen. Was? What, seriously? Oh Gott. Ja, diese großen Strommasten, ihr seht schon, die haben ein mega kleines Stromnetzwerk. So machen wir das dann eben. Und tun das in so eine Anbieterkiste. Perfekt, dann kann der schon komplett leer arbeiten. Genau, das machen wir nämlich jetzt erst. Gerade was anderes. Und zwar, es wird ja Nacht. Und ich bin jetzt vermehrt darauf hingewiesen worden, ja, mach doch endlich mal Lampen. Und ich denke, mittlerweile ist unsere Basis... Oh, anscheinend haben wir ein bisschen zu wenig Strom. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Oh ja, die Steam Engines machen irgendwie nicht besonders viel. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Auf jeden Fall. Oh, da muss man erst nachgucken gerade. Was ist da los? Warum machen die so wenig Strom? Wassertemperatur 100 Grad, ja auch 100 Grad. Eigentlich sollten die Auslastung kaum. Das ist ganz schlecht, so wie das ist, oder nicht? Ja, die Sachen da oben sind alle ohne Strom, aber warum ist das so jetzt? Ich habe übrigens mal noch eine zweite Pumpe jeweils angeschlossen, weil die eine Pumpe das glaube ich, nicht geschafft hat. Aber warum laufen die nicht voll? Die ganzen Boiler haben hier noch voll. Die Boiler brennen aber auch irgendwie nicht, ne? Guck mal hier, die sind alle auf 100. Die da irgendwie noch nicht. Also die Temperatur ist auf jeden Fall hoch genug. Was ist da los? Oh Gott. Oh, die rennen alle da hinten hin. Oh, anscheinend, oh Gott. Okay, aber warum kriegen die Sachen keinen Strom jetzt mehr? Ach, ich habe hier, ach, das war doch der da. Ah, jetzt kriegen sie wieder Strom. Jetzt, oh ja, jetzt kriegst du, das war tatsächlich dieses eine Teil hier, oh Gott, ey. Und meine Stimme ist schon wieder so gut wie weg, ist das toll. Nee, auf jeden Fall, ja, wir sehen schon, also mittlerweile mit den 400 Robotern kann schneller alles so leer gemacht werden. Als es voll gemacht werden muss, aber irgendwie ist auch irgendwas. Hä? Irgendwie sind meine Logistikteile hier nicht mehr schön miteinander verbunden. Warum ist der da denn nicht? Der kriegt nicht. Ach, der hat noch nicht genug Strom wieder. Ach, der hat noch nicht genug Strom wieder bekommen, weil wir hier im Moment nicht genug Energie produzieren, weil wir gerade überall angegriffen werden. Na, hier zum Beispiel fahren die Teile auch gerade hin. Deshalb arbeiten die Roboter da. Oh Gott, ja, jetzt haben wir wieder ein großes Netzwerk. Okay. So, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, man sieht schon, die können mittlerweile schneller alles abbauen und aus den Truhen wieder rausnehmen und so, als wir es eigentlich reintun müssen. Aber sie stehen hier teilweise rum und warten einfach nur aufs Laden, ne? Weil die ja gerade auch Stromverbrauch pro zurückgelegten Meter haben.
war jetzt, nachdem ich Robotergeschwindigkeit geforscht habe, waren die halt ziemlich viel an der Ladestation. Von daher habe ich, ihr seht jetzt, wo überall welche sind, hier noch einige von diesen Teilen mal so hingesetzt. Ich hoffe und denke, dass das so jetzt schon mal eine Ecke besser geht. Jetzt holen sie zum Beispiel alle das Cooper von da ganz hinten. Ey, ist ja okay. So. Wie gesagt, hier habe ich noch eine zweite Pumpe jeweils hingemacht, weil das Wasser war irgendwas mit 0,2 und dann funktionierte das nicht ordentlich. Da hatten wir auch nur 10 Megawatt, so kommen wir zumindest auf 14. Aber wir sehen schon, wir haben eigentlich irgendwie so zu wenig Stromproduktion. Die Überlegung war schon, statt das hier immer weiter zu bauen und immer weiter und immer weiter zu bauen, könnten wir auch eigentlich auf Solarmodule und einfache Akkumulatoren wechseln. Die Idee finde ich auch eigentlich ganz gut. Ich hatte mal geschaut, wo man das gut machen könnte. Wurden wir da nur angegriffen oder was ist da los? Ja, okay. Könnte man ganz gut zum Beispiel entweder auch natürlich hier unten in der Ecke machen. Oder wir können es auch hier machen, sobald die Sachen da abgebaut sind. Aber es dauert natürlich auch. Oder was auch gehen würde. Na, wir müssen mit der Karte zurechtkommen. Wäre, dass man einfach dieses Areal hier nimmt. Oben rechts von der Basis. Ne, hier sind nur einzelne Vorkommen ganz klein. Strom würden wir auch hier ganz einfach über das Wasser kriegen mit so einem großen Strommasten. Das ist echt überhaupt kein Problem. Dann könnte man sich da so eine riesige Plantage hin machen. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drauf eingegangen bin, aber ich hatte ja schon mal so ein Solarmodul gebaut und so einen Akkumulator. Ich glaube, die brauchen gar nicht mal nah aneinander sein. Ich glaube, da braucht echt einfach nur das an dem Netzwerk sein, das da an dem Netzwerk sein. Und dann lädt der sich halt schön auf. Die Sache ist nur die, dass so ein Teil halt nur 60 Kilowatt macht, während so eine Steam Engine 510 Kilowatt macht. Sprich, immerhin das Achtfache oder sowas in der Richtung, mehr sogar. Und diese Akkumulatoren kosten halt auch Batterien. Ja? Andersrum verbrauchen wir so natürlich immer und immer und immer mehr Kohle. Das ist so, dass wir Kohle natürlich derzeit irgendwie ziemlich, ziemlich über haben. So. Auf Dauer wäre es, denke ich, schon eine Überlegung wert, mal zu wechseln. Die Frage ist eben, wie wir das jetzt spontan machen. Ob ich spontan jetzt lieber schon früh wechsle oder wir sagen, nee, wir bauen das ja jetzt erst noch weiter aus. Weiß es nicht. Kann man beides machen. Ich finde das Gerät hier eigentlich jetzt so ganz schön. Man sieht, okay, die Temperatur. Ich kann gerade nochmal schauen. Aber doch, jetzt müssen wieder alle heizen, ne, weil jetzt auch wieder deutlich mehr Belastung ist. Jetzt passt das ganz gut, ne? Hier die letzten 3 oder 2 sind noch auf 100 Grad. Das heißt, da ist auch nicht allzu viel dann über. Ja, und dann wäre das hier ein bisschen ungünstig. Oh. Nee, ich glaube, ich mache das tatsächlich mal so. So eins dauert ja nun wirklich nicht lange. Eins habe ich ja schon. Ich baue jetzt vielleicht für den Anfang erstmal einfach noch 3 meinetwegen. Die Akkumulatoren baue ich dann später irgendwann. Reiß das hier erstmal weg. Werde wahrscheinlich erstmal das da unten jetzt als Platz für Strom nehmen. Nur die Sache ist natürlich, wenn wir jetzt überlegen, okay, so ein Solarmodul schafft nur ein Achtel von dem, was so eine Steam Engine schafft. Aber es ist leider bei weitem nicht ein Achtel nur so groß. Wenn wir das sehen, ist ja, das ist hier 60% der Größe. Gut, man kann natürlich dann hier die ganzen Inserter und sowas wegrechnen und ja, die Boiler wegrechnen, die Pumpen wegrechnen. Aber insgesamt hat man natürlich diese Teile plus eben alles voll mit Dingens und Bummens. Ja, was wollte ich sagen? Mit diesen Akkumulatoren. Und es ist noch ein Problem, und zwar, dass man dabei ja nur tagsüber Strom produziert. Ja, also man bräuchte wirklich richtig viele von diesen Akkumulatoren, dass man richtig viel zu viel Strom produziert sozusagen. Und dann eben auf Dauer, also quasi nachts über, das dann verbraucht wird, was man angesammelt hat. Was natürlich auch eine gefährliche Sache ist, wenn nachts viele Angriffe kommen, könnte einem der Strom ausgehen. Also müsste man wirklich immer fett auf Vorrat da das machen. So, und wir sehen schon, die Teile kann man leider halt echt nur so setzen. Wir können sie natürlich so effizient setzen, wie es irgendwie geht. Ja, das ist jetzt so das Beste, was ich gerade hinbekommen habe. Aber irgendwie, naja. Jetzt haben wir hier 4 Teile, die machen alle halt gerade 60 kW und es wird jetzt schon wieder weniger, weil es schon wieder später in den Abend reingeht. Ja, und dann, naja, fällt das halt so ganz schön ab. Also es ist eine gefährliche Sache. Ich bin mir auch ganz unsicher, kommen hier nachher eigentlich noch bessere? Ich muss mal gerade durchschauen, was haben wir denn hier noch so? Dünger, Automatisierung, ich gehe mal gerade alles durch sowieso. Energienetzwerke machen wir ja gerade. Ja, dann hier die ganze Robotergeschichte. Laboreffizienz, dass das Labor noch schneller forscht. Na gut, brauchen wir im Moment nicht so. Kickarm-Roboter-Stapelgröße, nehmen die eine Einheit quasi mehr von allem.
Hier haben wir noch eine Kampfflinte, Verlangsamungskapsel und Giftkapsel. Okay. Ein Raketenzeug, normales Zeug, MG-Zeug und Schrotflintenzeug. Hier haben wir dann so Kampf- und Begleitroboter. Die Powerrüstung, das ist, glaube ich, die High-End-Rüstung hier. Nein, es gibt noch Powerrüstung 2 danach sogar. Ich werde auf jeden Fall danach irgendwie in diese Richtung forschen, dass wir mit der Powerrüstung mal einfach losstiefeln und da alles mit plattwalzen können. So. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, wie weit ich das gezeigt hatte, diese grundlegende modulare Rüstung soweit fertig. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gezeigt, ne? So, und da kann man einen Rechtsklick drauf machen. Die hat ein 5x5 Gitter. Und in das Gitter habe ich jetzt folgende Dinge reingetan. 3 Energieschilde, 4 Batterien und tragbare Solarmodule. Wir haben jetzt schon eine Übersicht, wie viel Haltbarkeit die hat. Widerstände gegen alles Mögliche, gegen Explosionen, physisch, Säure, bla bla. Und wie hoch eben die Batteriekapazität ist. In dem Fall jetzt 4 Kilojoule. Jedes hier bringt 1 Kilojoule. Jedes Schild bringt 50 und jedes Solarmodul bringt eben 10 Watt. Wir könnten also vielleicht noch 3 Solarmodule machen oder so. Aber ich weiß nicht, wie das dann hier mit dieser Powerrüstung aussieht, ob das Gitter da größer wird. Ja, hier haben wir schon 7x7 Gitter. Bei der Powerrüstung 2 haben wir dann sogar schon ein 10x10 Gitter. Also das wird noch riesig. Und ihr seht, was das kostet mit den 200 Prozesseinheiten. Das wird schon ganz lustig so. Okay, ja, das hier ist dann ein besseres Schild wohl. Das macht man passenderweise direkt aus 10 normalen Schildern und den Prozesseinheiten. Also wir werden noch richtig viele Prozesseinheiten brauchen, wie ich das sehe. Von daher werde ich die, glaube ich, auch mal automatisch produzieren lassen demnächst. Was haben wir hier noch? Das gleiche für Batterien. Einfach Batterien, die mehr Energie speichern. Dann haben wir statt der kleinen Solarmodule haben wir tragbare Fusionsreaktoren, von denen auch einfach jeder mal 750 Watt herstellt, statt der 10 Watt, die so ein Teil hier macht. Auch ganz trollig. Ja, und dieses Exoskelett, ne? Das müsste ich doch jetzt eigentlich auch machen können, oder? Das braucht halt ziemlich viel Strom irgendwie. Aber es ist ja erforscht. Gerade schon. Ach, hier ist das. Lol, lass uns das doch mal machen. Das hat zwar eine 2x4 Größe, aber es erhöht meine Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist natürlich eine coole Sache. Ist eigentlich eine erweiterte Version von? Muss ich gerade nochmal schauen hier so. Zack, das da. Nein, da gibt es keine erweiterte Version von. Dann brauchen wir das Teil jetzt eigentlich nur einmal machen und haben das für immer sozusagen. Wir brauchen 30 von den roten Engines. Haben wir welche im Netzwerk? Wir haben 15 im Netzwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob die da hinten lungern oder wo. Oder ob die da instant rausgeholt werden. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt ist gerade so schön dunkel, da kann ich das mal anführen. Es wurde jetzt mehrfach darauf angesprochen, hey, bau doch jetzt endlich mal alles voll mit Lampen. Und weil mittlerweile ja relativ viele Sachen stationär sind, sowas wie zum Beispiel die Roboterhänger werde ich nicht oft umbauen, die Labs werde ich nicht oft umbauen oder auch die Furnaces, da können wir das mittlerweile ruhig machen. Von daher 20, 30, 40, 50. Jede braucht halt auch 5 Kilowatt. Das heißt aber im Prinzip, dass eine so eine Solarplatte gleich 12 davon machen kann oder eine Steam Engine gleich 100 Lampen. Also das ist jetzt auch nicht zu teuer. So, wie war das jetzt? Wir brauchen viele von diesen Prozesseinheiten demnächst. Die stehen derzeit noch hier oben. Die eigentlich noch in dem Logistiknetzwerk drin. Ja, ich hatte den ja so ein bisschen umgesetzt. Ja, gerade so. Okay. So, was brauchen die denn alles? Erweiterte Schaltkreise und normale Schaltkreise. Weil dann würde ich sagen, ich muss einmal kurz diese Pumpe, diese Rohr da wegnehmen. Dann stellen wir hier nämlich eine Nachfragekiste hin. Eine Angebotskiste. Ja, und die Nachfragekiste sagt jetzt, yo, ich will bitte haben, ich muss gerade aber nach den Relationen gucken. Prozesseinheiten, hier, wie war das nochmal? 20 zu 2, also 10 zu 1 sozusagen. Wir wollen normale Schaltkreise haben, 100 Stück. Ja, und wir wollen erweiterte Schaltkreise haben, nochmal 10. Ja, und dann hier, dann kommt da so ein Roboterarm hin, der das da rausnimmt und hier reintut. Hier wird das fertig gemacht zu Prozesseinheiten, wir können das auch ruhig so machen. Und dann wird ein zweiter Inserter das andersrum da in die Anbieterkiste tun. Okay, soviel zum Plan. Hoffentlich klappt das auch so, wie ich es vorhab. Müsste theoretisch, genau, hier wird geliefert, ne? 10 und 2 wird gerade schon geliefert. Ist ja perfekt. Stellen wir demnächst automatisch die Prozesseinheiten auch noch her. Ist hier hinten ein bisschen ungünstig von der Position, aber hier haben wir halt gerade das Sulfuric Acid dafür da. Okay. Schön, schön, schön. Gut, gerade nochmal nach dem Strom gucken. Ja, ne, wir sehen jetzt also so die Relation. Die Steam Engines bringen schon scheiße viel. Also man braucht, also ich finde eigentlich, also eigentlich finde ich die Solarteile schöner, weil die nicht konstant irgendwas fressen. Das hier frisst ja konstant Kohle. Ne? Wir kriegen zwar immer wieder Kohle auch hergestellt mit unserer Baumfarm und so, ist ja schön und gut.
Weil irgendwie hätte ich schon lieber, eigentlich schon lieber so das über hier diese Solarplatten. Finde ich irgendwie toller. Kann ich auch nicht so richtig lernen. Ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, ob man das hier nicht spontan irgendwie so vergrößern könnte. Ich könnte, wenn ich unbedingt wollte, hier eigentlich erstmal das Eisen abholen lassen, sowieso schon mal. Um erstmal ein paar Module rein und das nicht im Netzwerk. Ach, das liegt nicht im Netzwerk, ne? Jo, tatsächlich. Ja, wir können sowieso eigentlich mal noch einen Roboterhänger hier unten hinbauen, oder? Wir brauchen ja demnächst sowieso einen, wenn wir hier das ganze Öl hier noch wegholen wollen. Dafür habe ich übrigens die Ölpumpen auch schon mal gemacht. Voilà, so. Machen wir mal so und so. Das braucht natürlich auch Strom hier. So, wie hatten wir das jetzt nochmal gemacht? Wir tun das in eine Assembly Machine. Meinetwegen so. Und die macht bitte... Ja, wie war das jetzt? Genau, die macht. Rohölfässer. Braucht auch Strom, das Teil. Und dann ist da der Eingang. Na, so. Ach Gott, hier ist immer so... Eine schwere Geburt. Okay, genug Öl kriegt er schon mal. Dann braucht der jetzt ebenfalls einen Anbieter und eine Nachfragekiste. Nur, dass ich es gerade noch falsch rum gesagt habe. Na, ach komm schon. Nein, nicht Granate. Ah! Okay, da rausnehmen, da reintun, auch da Strom hin. So, und was wollen wir hier haben? Wir wollen hier die leeren Fässer haben, bitte. Und zwar ganz egal wie viele eigentlich, sagen wir ruhig 100, was soll's. So, und dann kommen die fertigen vollen Fässer kommen in die Angebotskiste und das gleiche eben auch für die Stellen da. Ich denke mal, ich werde für die da ein größeres Teil bauen. So, und das hier machen wir, na wie machen wir das denn? Vielleicht so, so und so und dann können wir mit den Rohren, da unten kommt's raus. Kommt immer unten raus, ne? Ja, ja. Okay, das können wir dann hier so total fancy connecten. So, jetzt weiß das Öl nicht wohin. Dann mache ich mal so. Oder nein, eigentlich mache ich das nicht da unten, sondern mache das möglichst weit oben, damit das möglichst nah in der Mitte des Logistiknetzes ist. Ich setze da wieder so ein Teil hin. Sage hier wieder bitte Rohölfässer machen. Eingang so rum. Jetzt kriegt er das schon mal rein. Und auch der hier wieder mal braucht dann die Nachfrage- und die Angebotskiste mit den Dingen. Ist jetzt immer das gleiche Schema und die Roboter fragen uns letztlich alles, was wir wollen, über quasi die komplette Karte. So. Achso, den ist mit keinem anderen verbunden. Ja, so hat es auch Strom.